Der Hauptbahnhof in Kassel vor der Inbetriebnahme der Neubaustrecke Bahnknoten in Nordhessen. Heute eher eine Regionalstation. Seit Juni 2006 fährt ab hier nun auch die Regiotram nach Melsungen. Ausfahrt in Kassel. Die Fahrzeuge stammen aus der Regionalstadtbahnfamilie Regio Cidades von Alstom LHB. Sie können als Straßenbahn unter Gleichstrom und auf Eisenbahnstrecken unter Wechselstrom fahren. Dazu müssen sie gleichermaßen die Betriebsordnungen für Straßenbahnen und Eisenbahnen erfüllen. Das Kürzel NVV steht für Nordhessischen Verkehrsverbund. Eigentümerin der dreiteiligen Regiotrams ist aber die Regionalbahn Kassel, die insgesamt 18 elektrische Zweisystem- und 10 Diesel-Hybrid-Regiotrams angeschafft hat. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern kann sich die Regiotram auf Eisenbahnstrecken gerade noch behaupten, gehört aber schon zu den langsameren Fahrzeugen. Zusteigehalt in Röhrenfurt. Durch die hohe Anfahrbeschleunigung wird in den Fahrzeiten die relativ langsame Spitzengeschwindigkeit wieder wettgemacht. Außerdem wird durch Energierückgewinnung der Stromverbrauch deutlich reduziert. Allerdings verringerte sich mit dem Start der Regiotram nach Melsungen das Zugangebot auf dieser Schiene erheblich. Die ersetzten RB-Züge nach Bebra enden nun in Melsungen. Ersatz sollen die RE-Züge sein. Diese halten aber nicht überall. Noch kann die Regiotram mit ihren Vorzügen nicht voll trumpfen. Ein wichtiges Glied im geplanten Netz fehlt noch: die Fertigstellung der Untertunnelung des Kasseler Hauptbahnhofes. Erst dann kann die Regiotram als Straßenbahn weiterfahren.